Keine Ahnung. Ich fühle mich gerade voll fame. Ich fühle mich gerade voll fame. Ich fühle mich voll fame, Alter. Ja. Geht richtig ab. Er ist Beatproduzent, ne? Ja. Ja, für Hip-Hopper. Also richtige echt Rapper, jetzt? Ja. Boah, fühle ich mich noch famer. Ich kann dir doppelt Fame verschaffen. Ja. Ja. Auf YouTube und im Rap-Game. Echt jetzt? Na, nicht wirklich, ja, aber. Nein, ich bin nicht so doof. Aber du bist blond. Aber ich bin hübsch blond. Ja, dann kannst du in Hip-Hop-Musikvideos mitmachen. Ich kann nicht tanzen. Dann einfach nur dumm dastehen und Batzen zählen. Richtig, zum Beispiel. Aber dann sieht das so aus, als. Aber? Oha. Ja, weiter. Warte. Dann, aber wer ist das? Wer ist das? Gott, nein, Mann. Das ist genauso ein Stock wie Yannick. Also ganz ehrlich, ich bin grad fame. Gerade mega fame. Ja! Oh, was hast du gemacht? Fame. Unkontrollierbar fame. Unnachweisbar. Die Tür ist von hässlich. Ja, yeah, ich hab dich gerettet. Ach nee. Doch, ganz das warst du. Vor allem, dass er denn jetzt abgeschossen. Oh, war's doch nicht du. Der kann mich nicht abschießen. Nein, das geht der nicht. Der ist bei mir im Team. Guck da unten, da steht doch Tony Stacks. Dann müsste man Hardcore-Server spielen. Aber das mag ich nicht. Geht mir immer tierisch auf den Sack. Finde ich voll anstrengend. Weil ohne Minimap fühle ich mich völlig aufgeschmissen immer. Ich will immer auf eine Minimap gucken, aber hab keine. Ich mag Hardcore in diesem Spiel nicht so. Nee, ich auch generell nicht so gerne. Tot! Wie heißt der eigentlich? Also alle nennen ihn Chris, aber ich weiß nicht, wie er mit vollem Namen heißt. Heißt du Christoph? Genau. Das ist mein Name. Hallo Christoph! Hallo! Ich bin nicht nur Fame, ich bin sogar Fame gebildet. Fame gebildet? Weil du jetzt meinen Namen kennst, fühlst du dich gebildet? Voll die krasse Leistung. Das ja, ist so, das Wissen, das verfügt kaum einer. Wie viel Geld hast du bei Forza Horizon 3? Also wie viel Credits? Weiß ich nicht, fast 1 Million, denke ich mal. Oha, voll wenig. Ja, ich habe ein bisschen... Höchstes war 15 Millionen. Boah, ja, so viel habe ich das gar nicht gespielt. Einer aus dem Clan, oder beziehungsweise... Equestria Racer hat 125 Millionen. Oh mein Gott. Nee, also ich hab, das Ding ist bei mir, ich bin so ein Ego-Shooter-Junkie, weißt du? Das spiele ich dann immer am meisten so. Und Rennspiele flash ich ab und finde ich voll geil, aber das spiele ich irgendwie dann nicht so intensiv irgendwie. Keine Ahnung, das ist ein ewiger Fluch, den ich nicht loswerde. Okay. Ich muss losziehen und rumballern. Es geht mir sehr schnell. Muss ich auch. Ich brauch den Nervenkitzel und dann noch Multiplayer. Ich spiele auch manchmal, ey, muss ich mich zwingen von coolen Spielen noch die Kampagne zu spielen, weil ich weiß, dass sie gut sein soll. So, und es schade drum wäre, aber ich bin immer so Multiplayer aktiv. Ja. Ganz schlimm bei mir. So. Deswegen Titanfall habe ich ja jetzt erst angefangen, die Kampagne zu spielen. Nachdem ich schon lange Rang 50 bin, den höchsten Rang habe da. Ja. Man kann doch Prestige sprechen. Ja, habe ich immer keinen Bock drauf gehabt, weil ich dann immer meine Waffen, die freigeschaltet haben wollte, so, weißt du? Die ich so freigeschaltet habe. Ich bin nicht so der Prestige-Typ, so, keine Ahnung. Dann sollen die mir lieber also irgendwie tägliche Aufgaben geben oder so wie in Destiny, sowas auf dem Style, so, ne? Das finde ich bei Titanfall 1 bin ich auch Prestige 2. Ich habe, also mein Vater hat gezockt und weiter gedrückt. Okay. Zockt Papa? Ja, er zockt. Der ist noch nie aufgefallen? Nein, Papa sitzt ja mit Jola und telefoniert. Warte. Nee, der gerade lag der auf der Couch. Der liegt immer. Nein, ich hab keine Muni mehr. Hab keine Munition mehr. Fuck. Shotgun. Warte, ich geb dir Muni. Was? Ich hab schwarze Zahnpasta mit. Nein, das macht die Zähne weiß. Ich hab heute mit meiner Schwester darüber geredet, ne? Ja. Wie ekelhaft schwarze Zahnpasta ist. Das ist mit Minze. Schwarze Minze mag ich sowieso nicht.
Fall. Also ganz ehrlich. Jetzt kommt. Ich bin ein freier Mensch, okay? Ich habe eigene Bedürfnisse und wenn ich Minze mag, mag ich Minze. Ende aus. Alter. Was ist los bei dir? Und außerdem. Ich vertrete meine Meinung. Was schmeckt dir nicht richtig? Hallo, ich bin Fame. Vielleicht bist du nicht mehr Fame. Nee, ich entfame dich. Weil ich Minze mag. Okay, nein, reicht. Minze ist voll ekelhaft. Genauso wie Lakritz, ja, ist auch, nicht, voll ist auch nicht so geil. Ja, ist so. Ich liebe Lakritz eigentlich. Ja, es mögen viele Leute. Nur in Alkohol geht das noch. In Uso, das geht klar. Was? Uso und Raki, das geht noch. Oh, noch nie getrunken. Oder Lakritze. Also jetzt ein Mehrzahl, ne? Weiß ich gar nicht. Lakritz, Lakritze? Lakritz. Google eben. Hm. Nein, Lakritz, die Lakritz, nee, die Lakritz. Die Lakritzes. Ach, keine Ahnung. Mehr. Die Lakritzen. Von Lakritz. 333.333. Nein. Mein Finger schwitzt. Oh, dein Finger schwitzt. Hier, der ist ein Verband eingewickelt. Ach so. Lakritze, hab recht gehabt. Die fühlt sich jetzt wie so ein Deutschprofi. Was? Voll gebildet und so. Ja, Mann. Nein, ich habe keine Brille und keinen Zahnfang. Aber natürlich dieser Nerds mir die Furze besser darstellen. Aber dann bist du ja auch. Ich hab eine Idee. Ja. Wie Janet Geld bekommt. Wie? Die geht anschaffen. Wie? Was? Was für eine Business-Idee. Geld für Kirmes haben. Und geht anschaffen. Eine Business-Idee. Geht anschaffen. Oder sie macht Hot Talks und verkauft die am Straßenrand. Ist auf jeden Fall mal konsequent, ne? Ja, machen wir nicht. Wenn sie Geld will. Dann will sie Geld, ne? Was wollt ihr überhaupt an den Kirmes, Alter? Die will wegen Janik und wieder hin. Genau das dachte ich mir auch so. Oh wow, mein Gott, hier drin ist einer. Hier, im Gebäude. In the building. Wow. Bumm. Alter. Bumm. Ja, aber was für ein Bumm. Hat nichts getötet. Hm. Aber er ist irgendwie auch nicht mehr hier. Er ist verschollen. Hallo. 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 Hey. Wollen Sie eine Kuh haben? Nee, ich habe Sägezahnmesser. Mach ich deine Kuh tot? Ich habe. Mensch. Ich weiß. Ich glaube, ich habe im Angebot. Eine Granate. Pancake! Yeah! Boom! Machst du mein Haus kaputt? Da habe ich kein Dach mehr. Doch, andere Seite. Jetzt, ich fühle mich wie zu Hause. Pancake! Boom! Ich habe Schaden bekommen. Das ist noch 40 HP. Ja, ich stand hier auch im Haus drin. Fast tot. Ah, da kommt ein Flame Trooper oder was? Das klingt ganz so. Geh hier rein. Ja, ich glaube, da kommt ein Flame Trooper. Ich fick ihn jetzt, pass auf. Pass auf. Von hinten. Hart, anal, hardcore. Und konsequent. Und konsequent. Deine Bitch muss nicht nach gefickt im Tor. Alter, was veranstaltet er da? Er macht Hautparty. Aber sowas von. Er denkt, er wäre. Er denkt, er ist Fame, nur weil ich neben ihm stehe. Ja. Oh, wie süß. Was hat er davon? Wow, Granaten. Hab ich. Aber ich höre gerade zu. Ich finde mich Fame, warte mal. Immer noch. Ja. Die redet gerade mit meiner Schwester. Oh Gott, das kann was werden. Das kann was werden jetzt gleich, Alter. Michelle, spiel mal kurz. Spiel mal kurz. Ich bin kurz weg, ja? Spiel mal kurz weg. Muss ich auf A gehen? Ja. Ja, du bist Erster. Wir laufen dann so ein bisschen über. Wo soll ich jetzt eingehen? Einfach laufen und schießen.
wird nichts. Ja, ist gut. Bin so schlecht, ne? Aber der hat einen Controller. Oh ja. Das ist aber voll cool. Was ist denn für eine Zocken? Wir beide sind immer Philipp. Alter Philipp, kennen die dich? Ich bin fast tot. Wow, was geht hier? Aber hast du noch Philipp? Ja klar kenne ich Marcel. Aber nicht Philipp. Philipp. Da, Marcel darf Philipp. Hier. Alter, doch. Ich bin nicht tot. Papa Fan. Was geht? Acht Uhr. 8 Uhr im Morgen. Ich hab Durst. Gib dir mal. Hast dich gut mit ihr unterhalten? Oder mit den beiden? Das ist Spag. Man kennt ihn. Yeah, Panzerbüchse-Sniper. Easter. Ja, was meinst du, warum so viel Michael ist Fan durch ihn geworden, ne? Ja, er hat Insta-Account von ihr verlinkt. Nee. Kriegst nicht. Nein, dafür, dass du so frisch bist. Weiß ich nicht. Nein, doch nicht. Ist deine Schwester Janet? Ja, Janet, Baguette. Das Ding ist, meine Schwester heißt auch Janet. Oh. Sag mir meinen Namen. Sag mir meinen Instagram. Weißt du, wie du deine Schwester richtig ärgern kannst? Nein. Janet, halt mal kurz die Schwester. Du musst sagen, Janet, Baguette, Fett und. Nee, Janet, Baguette riecht nach Fett und ist weg. Ja, irgendwie sowas habe ich glaube ich früher auch gesagt zu ihr. Das ist voll lustig. Ich hab mein Bett voll gespuckt. Du hast mein Bett voll gespuckt. Und ist eh schon weiß, also. Nasenwasser. Oh. Lecker. Allzeit beliebt. Nie aus der Saison. Nasenwasser. Nasenwasser hat immer Saison. Oh, Janet, das war nur Spaß. Wir reden gerade über Fame. Michelle hat gefragt, ob sie jetzt Fame ist und er hat gesagt, ja, ist sie. Aber auch nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ganz also kleines bisschen. 400... Auch nur für den Moment eigentlich, wenn man es genau nimmt. Eigentlich ist sie nur Fame für den Moment. Ja, ich bin für immer Fame. Ich bin für immer Fame. Oh ja. Ich bin für immer Fame. Oh. Ja, ich hab den Wichser, ich hab den Flammschützen. Nein, dafür wurde ich jetzt im Nahkampf weggeholt. Feedback ihn. Gib ihn hart. Ja, ich würde das schon weggehauen. Mit dem Rebmesser. Okay, egal, nochmal. Yeah. Hart Eier auf seinen Stirn geben. Bevor er bei uns im Clan kommt, wird er erstmal von 7 Leuten von uns zerfickt. Danach kann er ruhig bei uns im Clan. Nein, nicht Specs, Alter. Das ist Voraussetzung, ne? Damit man Fame wird, muss man sich erstmal von 7 Leuten im Gangbang nehmen lassen. Ja, hier Dings, wo wir gegeneinander gespielt haben, wir haben ja auch Amiens gespielt. Da habe ich dich zweimal Gangbang geholt. Gangbang, aber das kann man 7 Leuten. Ja, aber nicht mit 7 Leute. Ja. Also, Alter, ich habe das Gefühl, komm welche. Jo! Ah, Scheiße, von rechts. Ich will ja nicht sagen, aber ich habe noch Trinken in der Nase. Oh, dann geh einmal Nase putzen. Nasenwasser. Weil ich will die ganze Zeit Baby sagen, aber mein Baby ist nicht da. Das ist voll Baby. Kacke. Du kannst mich ruhig Michelle nennen. Oh nein, jetzt kommt Sonne gehen. Jetzt kommt Sonne gehen. Dann jetzt verpiss dich auf mein Zimmer. Du bist zu laut. Wow, Panzerbüchsen-Action. Fuck, ich könnte einen Sunny gebrauchen. Hier ist keiner. Ich bin Versorger. Ja, aber hier sind andere Sunnys, die mir nicht helfen, weil sie ignorant sind, die Pisser.
Oh ja, Mann. Hier hat der hat hier Heilung. Da, geht doch. Oh ja, jetzt wurde ich aber auch weggeholt, als ich darüber gelaufen bin. Meine Füße sind im Weg. Ey, der ist scheiße, Mann. Keiner toppt uns. Yeah, oh. Wiederbelebt. Nein, mir ist schlecht. Ist auch Ketchup. Oh, Jonathan, deine Mama ist Ketchup. Warte mal, ihre Mama ist auch deine Mama. Das hat mal meine Schwester gebracht, da war meine Mama am Essen machen und da kam sie rein und meinte, ey Christoph, du Hurensohn. Ja, meine Mutter hat sich nur umgedreht, hat leicht gegrinst und meinte danke. Ja, das war schon hart. Das musst du auch mal bringen, Alter. Er hat mich nicht gegrüßt, er hat den ganzen MLP-Klang gegrüßt, weil er auch drin ist. Okay, Rocket Pony jetzt. Nicht mehr MLP. MLP ist so Standard und Rocket Pony passt zu Nick. Aber Rocket Pony klingt so krass nach Rocket League. Ja, keine Ahnung, also. Ich hab meine Pony Nick gedacht. Nick hat irgendwas bei Forster so ein Design gemacht. Und seitdem Rocket Pony. Okay. Geh am Fenster, wenn dir schlecht ist. Das ist ein Flammschütze wieder irgendwo. Vielleicht ist hier gestimmt. Oh Gott. Ja, aber von uns. Nee, gar keiner. Okay. Nee. Doch. Keiner. Guck, ich sitze hinter mir. Findest du mich eigentlich hässlich, ne? Der so 9-2 Ausrufezeichen. Wenn du das noch einmal sagst, dann möchte ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich so, okay, hast gewonnen. Prost, Mahlzeit. Und dann er so, du bist bildhübsch und das weißt du auch. Ui. Findest du, ich hab schöne Socken? Ja, voll die schönen Socken, schön weiß. Mein Papa geklaut. Weiß steht für Unschuld. Was versteht schwarz? Ich denk mal so viel Dunkelheit und Emos und so. Und Gothic und Tod schwarz. Und Verderben und alle coolen bösen Sachen. Doch schwarz. Und Afrika. Wo ist der? Ey, die haben alles eingenommen, die Idioten. Und Afrika? Und Afrika. Was? Wollt ihr doch. Oh, ho, ja. Sachen, Casablanca, Ganja, Bon, ho, ja. Hat keiner gehört. Gott. Also wir führen nur noch ganz knapp. Mann. Nein, Sunny! Fuck! Ich bin kein Sunny. Ich will ein bisschen MG15 spielen. Rot. Sag mal, wurde doch die irgendwie stärker gemacht? Kann das sein? Boah, die Sturm, Alter? Keine Ahnung. Die ist auf jeden Fall mega krass. Sturm? Ich habe jetzt so ab und zu leicht gespielt, aber ich weiß gar nicht, welche jetzt am besten ist. Spiel mal die Sturm an, die hat... Wenn du richtig damit umgehen kannst, dann bist du der King damit. Ja, die sind schon heftig, ne? Also die spielen derbe viele irgendwie, hab ich das Gefühl. Ah, wo wir gerade von reden, da haut mich einer damit um mit der Sturmvariante. Ja, ich hab ihn auch. Also du musst halt richtig damit zählen, sonst kriegst du eine Niederhaltung oder so. Ist klar. Aber hat die Sturmvariante auch ein Zweibein? Nee. Darum verzieht die auch kaum. Okay, und das die leichte Variante, die hat wahrscheinlich einen höheren Rückstoß, aber dafür das Zweibein, denke ich mal. Ja. Wahrscheinlich. Aber wenn du, wie gesagt, wenn du damit, wenn du die kontrollieren kannst, dann bist du voll der King. Yeah. Dann ist man Fame. Wir haben so wie ich. Du hast aber keine MG15. Aber ich kann eine illegal erstatten. Echt? Aber das Darknet wird ja nach und nach auseinandergenommen, da kann man jetzt nicht mehr Waffen kaufen. Digga, die ist 13. Du bist doch 13, ne? Nee, beichte. Okay, die ist 13. Egal. Ich verstehe eure komische Männersprache trotzdem. Komische? Komische Männersprache. Ja, okay, sorry.
Janet, bist du noch raus, Party? Philipp! Oh Gott, was tot. Halt's Maul. Bam, Granaten-Action. Oh, ja, soll das Maul halten. Wie kann er die Hellriegel haben, wenn er Granaten mal Klassenrang 5 mit den mit Sturmsoldaten ist? Indem er sie aufgehoben hat. Aufheben. Ein bisschen Glück haben. Ja, er hat 3 Service Stars. Ich weiß nicht, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Eiswürfel. Frag Janet. Janet, haben wir Eiswürfel? Gönn dir. Nein. Mach die alle weg. Yeah, bisschen Muni ist gut. Ich hab mir den Wecker gestellt. Ja, hast du den? Ja, hast du. Yep. Ja. Ja, schaffst du das in einer Stunde? Jetzt streiten die sich, wer wann aufsteht. Ich hör zu. Großmeister. Nein! Flametrooper. Janet! Ja. Rosi kommt morgen, ne? Willst du nicht wissen, was das für ein Kind wird, ob Junge oder Mädchen oder Alien? Weiter. Was für Alien, Junge? Ich fick dich im Kopf, Alien. Hast du es gehört, Max? Ich fick dich im Kopf, Alien. Boah, Janet, ich rede morgen nicht über Schule. Ja, keine Ahnung. Warum redet ihr über Schule? Wir haben Ferien, Mann. Hier, sie hat angefangen. Streber. Streber. Zeig mit dem Finger auf sie! Wir haben das gemacht, jetzt beide. Finger auf sie gezeigt. Weil Chris hat das gesagt. Okay, sagt Chris, Chris mal zu gucken. Ja. Das erinnert mich von Anna und Elsa. Nein, so, guck mal. Nein! Ich sag irgendwie zu jedem, der Christian oder Christoph heißt, sag ich Chris. Ich. Oder halt den Gamertag. Ja, das Ding ist, normalerweise nenne ich auch alle Christoph, aber meine Freundin, die hat mich von Anfang an Chris genannt und seitdem ist das so durchmischt irgendwie auch. Und es gibt immer Leute, die sich Christoph ja, nicht merken können und mich Christopher nennen. Aber das sind keine Freunde, sondern irgendwelche ja, Bekannten. Ja, boah, dachte ich auch so erstmal bei dir so, warum sagen die Chris? Heißt du Christian, Christopher oder Christoph? Das machen Leute ganz dann, oft automatisch. Da hast du irgendwann mal Christoph gesagt. Und dann habe ich über dich erstmal Christoph verstanden. Ja, ist Chat. Der? Er ist 29 oder 30. 30 ich weiß nicht genau. Mittlerweile. Herzlich ein alter Mann. Danke, ich bin ein alter Sack. Ich bin in der dritten Liga angekommen. Hat mir meine Schwester geschrieben. Herzlichen Glückwunsch, du bist. Herzlich willkommen in der dritten Liga, weil sie ist ein bisschen älter als ich. Hat sie mir zum Geburtstag geschrieben. Sag ich auch, ja, danke. Abstieg. Ich kann meine Schwester auch. Du bist noch in der ersten Liga. Ich? Ja. Egal, ich auch. Hauptsache ich hab eine Liga erreicht. Erstligistin. Aber wie sie alle Sinai spielen wollen, was ist los mit den Leuten? Ja, willst du, ist gut. Ja gut, ich Sinai. Halt wobei, bei Vorherrschaft ist das geil, das stimmt. Da ist Sinai echt cool.